Herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Ja, hier beim Lagerhaus soll sich noch eine Mine befinden. Und da gucken wir einfach mal. Wo habe ich nur meine Seife? Ach, der mit der Seife. Und ich würde eigentlich gerne auch die Kristalle hier noch loswerden. Wer war denn das nochmal, der die haben wollte? Ich werde mal weiter die Augen aufhalten. Naja, wir werden ihn schon wiederfinden. Hier haben wir zumindest die Mine. Ah, ein neues Gesicht im Lager. Bist du der Ersatz für Garelt? Wir bleiben mal ehrlich. Nicht, dass ich wüsste. Ach, verflixt. Ich hatte gehofft, dass endlich jemand seinen Posten übernehmen würde. Muss ich mich wohl weiterhin mit diesem Drückeberger rumschlagen? Was für ein Problem hast du mit Garelt? Eines? Hunderte. Selbst die einfachsten Sachen kriegt er nicht hin. Hier herrschen klare Regeln und wenn diese nicht befolgt werden, dann ist ja bald der Ofen aus. Es gab Zeiten, wo die Menschen versucht haben, ohne Regeln zu leben. Das waren noch glückliche Zeiten. Von welchen Regeln sprichst du? Na, dann sperr mal deine Lausche auf. Erstens, das Wort der Magier ist Gesetz. Zweitens, die Förderung von Kristallen hat die höchste Priorität. Und drittens, man hat auf dem Posten nicht einzupennen. Okay, okay, ich hab's kapiert. Ach, hast du? Wie lautet dann die erste Regel? Jetzt habe ich gerade nicht richtig aufgepasst. Das Wort der Magier ist Gesetz. Absolut richtig. Ohne eine strenge Befehlskette läuft gar nichts. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Brauchst du Hilfe? In der Tat. Ich warte seit einer Ewigkeit auf eine Lieferung Kristallbeutel aus der Lagermine. Da ich nicht damit rechne, dass Garelt sie liefert, wirst du sie mir liefern. Es würde sich für dich lohnen. Mein Wort hat hier im Lager Gewicht. Ich bringe dir deine Kristallbeutel. Ausgezeichnet. 4 gefüllte Beutel sollten reichen. Und immer dran denken, die Förderung von Kristallen genießt... Ja, ja. Dann gehen wir mal rein. Nehmen wir nochmal eine Schaufel mit. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Spitzhacke und ein Kristallbeutel. Okay, ist also eine reine Suchquest hier. Wir machen ein Spitzhacken-Imperium-Handel auf hier. Oh, ein Spitzhacken-Imperium. Fünfmal Eisenerz. Huch. Hier geht's schon wieder raus. Auch interessant. Wasserfass hätten wir vielleicht nochmal besuchen können. Naja. Was willst du? Müde? Wärst du auch, wenn du ständig Wachdienst schieben müsstest? Ah, fast, fast. Wachdienst? Hier passiert doch eh nichts. Genau das habe ich Frink auch versucht zu erklären. Aber der kam mir gleich wieder mit seinem Vorschriftenquatsch. Ich sag dir, der hat den Kopf so tief in Magnus Hintern, für den scheint nie die Sonne. Frink hat mich beauftragt, hier in der Mine Kristallbeutel aufzusammeln. Ach, bist du jetzt sein neuer Laufbursche? Er sagte, dass das eigentlich dein Auftrag ist. Es war mein Auftrag. Jetzt ist es deiner. Das machst mal schön du. Aber sieh's locker. Mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das Leben. So ist es. Mach doch mal eine Pause. Um mich von Frink erwischen zu lassen? Nö. Muss eh noch dem Gnom Darkheel Beine machen. Der pennt sich wieder einen zusammen. Hey, warte mal. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Du machst Darkheel Beine und ich mach meine Pause. Was hab ich davon, wenn ich dir helfe? Ganz einfach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn hier und da ein paar Kristalle in deine Tasche wandern, hab ich nichts gesehen. Aber lass dir ja nicht einfallen, unsere Abmachung bei Frink für ein paar Goldmünzen zu verpetzen. Ich knöpfe mir Darkheel mal vor. Gut. Ich ruhe mich dann mal aus. Na dann.
Gehen wir erstmal links lang. Treffer. Genau, wir halten uns erstmal links, würde ich sagen. Sich, ja, so ein bisschen mit. Bisschen hier mit System rangehen. Kompliziertes Schloss. Schade. Mag keine komplizierten Schlösser. Oh, da geht's tief runter. Das lassen wir dann wohl mal lieber. Neue Kristalle. Das hier der schlafende Gnome. Darkhil, mein Freund. Aufwachen. Was? Homie ist gaga. Darkhil müde. Ganz schön frech für einen Zwerg. Nix mehr bla bla. Homie besser gehen. Geralt möchte, dass du dich wieder an die Arbeit machst. Geralt, Granne, Popo, Darkhil schlafen. So wird das nichts. Ich hab noch nie so einen faulen Gnom wie dich gesehen. Was? Homie wollen Klopper? Der Kleine ist dir doch nicht gewachsen. Hauen wir ihn um. Die Ratten werden ihren Spaß mit dir haben. Was? Homie doch nix Murksa Darkhil, oder? Für Ausflüchte. Ist es jetzt zu spät, Kleiner? Warte, Homie. Nehmen Münzi und wieder Frieden, ja? Na bitte, geht doch. So, einfach geht das. Einschüchtern und schon müssen wir nicht mehr die Gnome verdreschen. Nur ein bisschen Angst machen. Also, ich bin ein bisschen paranoid, merkt ihr schon, ne? Und da haben wir den letzten Beutel. Alles ganz entspannt. Bin ich aber hier abgekommen. Genau. Achso, hier sind wir gekommen. Mehr ist das gar nicht. Ach ja, das ist das Schöne an diesem Spiel. Es ist alles sehr übersichtlich. Warum sollte ich ihm das sagen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Mich würde aber interessieren, was passiert, wenn ich ihm das sage. Ich habe hier ein paar Kristallbeutel. Und ich habe kein Interesse daran. Sprich mit Frank. Ja. Frinky! Hier, das sollten alle Kristallbeutel gewesen sein. Du bist ja richtig auf Zack. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Damit ist die Lieferung abgeschlossen. General Magnus wird sich freuen. Und ich kann abends ein paar Krüge in der Taverne. Ich meine, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Verraten wir Geralt noch? Ich find's irgendwie lustig. Ich mag den Typen irgendwie nicht, weil wir haben ja auch seinen Job gemacht. Geralt meinte, ich kann in der Mine ein paar Kristalle mitgehen lassen. Was? Das wirst du schön bleiben lassen. Die Kristalle sind für die Magier. Hier hat sich niemand zu bedienen. Ich werde Magnus Meldung machen. Das hat ein Nachspiel für Geralt. Und was dich angeht, hoffe ich, dass sich keine Kristalle aus der Mine in deinen Taschen befinden. Natürlich nicht. Gut. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Das heißt aber nicht, dass ich dich nicht weiter beobachten werde. Wenn du mir sonst nichts mehr zu berichten hast, kannst du gehen. Gerne. Und die Kristalle nehmen wir natürlich mit. Ach. Frankie. Naives Bürschchen. Was kannst du verkaufen? Dann können wir nämlich hier eben einmal ein paar bisschen Zeug verkaufen. Verkaufen. Ich habe fast einen Fehler gemacht. So, Edelstein behalten wir erstmal noch. Den Kram auch. Hier wird es jetzt langsam interessant. Der Pokal. Okay, hier haben wir einen Goldwert von 4. Das ist auch das, was wir von dem Gnomen bekommen haben.
So, davon verkaufen wir natürlich 4. Den Kram können wir komplett verkaufen. Ja. Handel akzeptieren. Und dann haben wir auch wieder Geld für Nahkampf. Was kannst du mir über den Nahkampf beibringen? Was willst du wissen? So. Nahkampf 30 haben wir nicht. Momentan. Womit kämpfen wir im Moment? Mit einer Machete, das ist eine Hiebwaffe. Was kannst du mir über... Was willst Hiebwaffe. Wir bräuchten 25 Nahkampf und 20 Härte. Haben wir das? Ich möchte besser mit Hiebwaffen kämpfen. Bei Hiebwaffen solltest du daran denken, dass sie nicht dazu da sind, dein Ziel zu zerschneiden. Der Trick ist, einfach so fest zuzuschlagen, dass du deinem Ziel sämtliche Knochen brichst. Das funktioniert sogar, wenn dein Feind noch eine Rüstung trägt. Perfekt. Das hat sich doch schon mal gelohnt, würde ich sagen. So hoffe ich zumindest. Herr General, bitte um Erlaubnis, frei reden zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Gareth, eine der Minenwachen, hat sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht. Wie schwer? Er hat Unbefugten das Recht eingeräumt, Kristalle aus der Lagermine zu entwenden. Ist er in den Regeln des Lagers unterwiesen worden? Jawohl. Es vergeht kein Tag, an dem ich sie ihm nicht vorbete. Gut. Sein Sold wird für eine Woche gestrichen. Zurück auf den Posten. Zu Befehl. Ja, das wird er schon aushalten. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Ach, und wer von den Jungs hier soll sie geholt haben? Ich war das. Ach so? Na dann, gute Arbeit. Hier, nimm dies als Entlohnung für deine Dienste. Ich glaube, diesem Frink die Verantwortung für die Mine zu geben, werde ich mir nochmal gut überlegen. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? So, hier können wir was für 1000 Gold lernen, aber da sind wir noch nicht gut genug. So, jetzt wäre eigentlich nochmal ganz interessant, was wir hier für Sachen haben. Wir hatten hier einen Dieb und Härtelehrer. Nahkampftrainer. Bei Dieb wäre halt schon interessant. Welts. Was kann uns der uns denn beibringen? War das hier? Nee, Welts ist hier rechts. Da. Vielleicht? Nee, das ist ein Gnom. Hier ist ein Wächter. Dann dürfen wir da wahrscheinlich nicht rein. Okay. Nee, doch da hinten irgendwo. Ich krieg das hin. Ja, ja, ich weiß. Du bist neu hier und willst schnell Magie lernen. Schmink dir das ab. Magie verlangt Übung und Konzentration. Wer schnell zum Erfolg will, wird schnell scheitern. Ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Sehe ich so aus, als wenn ich meine Zeit mit Schwatzen verbringe? Ich bin hier, um das Wissen der Magie zu verbreiten. Merkt ihr das? Ich muss mich nun wieder anderen Dingen zuwenden. Ich möchte mehr über die Kristallmagie erfahren. Da ich nur wenig Zeit habe, wirst du dich mit der Kurzfassung begnügen müssen. Die Kristallmagie mag für den Unwissenden wie eine weitere beliebige Form der Magie erscheinen. Sie kann aber viel mehr. In ihr ruht die Kraft, mit der selbst den Titanen getrotzt werden kann. Wie schaffen es ein paar Kristalle, Titanen aufzuhalten? Kennst du nicht den Spruch, dass selbst der Glaube Berge versetzen kann? Bei den Kristallen ist es ähnlich, nur praktischer veranlagt. Ihre Magie kann direkt kanalisiert werden. Je eher es uns gelingt, ihre komplexen Strukturen zu verstehen, desto wirkungsvoller wird die magische Ausbeute sein, die wir aus ihnen ziehen. Wo haben die Kristalle ihren Ursprung? Eine zugleich interessante, wenn auch irrelevante Frage. Vielleicht sind sie nur ein letztes Geschenk der schwindenden Götter gewesen, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren.
Vielleicht lagen sie aber einfach seit Äonen unter hartem Fels verborgen. Letzten Endes ist nur wichtig, dass wir sie haben. Klingt alles so, als wolltet ihr Gott spielen. Die Götter haben uns verlassen und wir brauchen sie auch nicht mehr. Diese Kristalle geben uns die Kraft, die Ordnung wiederherzustellen. Sie sind der Schlüssel für das Fortbestehen der Menschheit. Also machen wir von ihnen Gebrauch. Für den Moment habe ich genug gehört. Danke. Gut, ich denke, dieser kleine Exkurs sollte dein Wissen erweitert haben. Widme dich nun wieder deinen Aufgaben. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach! Magiesicher? Keine Ahnung, ob es das irgendwas bringt. So wird's gemacht! Genau. Gordon, was konnte Janks beibringen? Schmieden und Talisman herstellen, das können wir uns aber nicht leisten. Bei Mauricio steht der eigentlich, der Welts. Bist du das? Nee. Bist du das? Nee. Kadett Wells. Was kannst du mir bei... Was willst du? Okay, Affentrainer geht. Medikus. Das finde ich gut. Mut antrinken lernen. Nee, das nicht. Medikus. Aber dafür brauchen wir Härte 30. Und ich meine, wir haben keine Härte von 30. Sondern von 25. Das heißt, wir müssen da noch sparen. Ein bisschen unbefriedigend. Ansonsten hätten wir hier noch den Redner. Auch das wäre interessant. Dann gehen wir nochmal wieder zur Mine zurück. Und gucken mal, was... Hörziel! Direkt drauf! ...das nochmal war. Und ja, dann können wir uns noch weiter auf der Insel umgucken, die Minen finden, die Mondsteine platzieren. Ist eigentlich ganz gut, dass wir dann gleich so beide Quests haben. Sehen. Rein müssen wir ja erstmal nicht mehr in den Turm. Gleich nochmal! Das war nicht ganz so gut. Ich hab gesagt da und da, nicht dort. Aber anschließend möchte ich mich denen hier nicht. Die sind alle so unfreundlich. Ein wenig mehr Konzentration, bitte. Das muss nicht sein. Wahrscheinlich läuft am Ende doch wieder alles auf die Schamanen hinaus. Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast, kann ich dir... So, einschüchtern. Ah, das ist aber auch zu hart. Okay. Das geht auch nicht. Schürfen wollen wir auch nicht lernen. Na gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen... Oder? 18? Ja, doch. Weil wir können ja nochmal zu dem Häuschen da unten gehen. Das würde mich nochmal interessieren, was da ist. Das machen wir eben noch. Ich kenne mich nämlich, dass ich das sonst wieder vergesse beim nächsten Mal. Nee, ist das hier richtig? Nee. Also noch einen weiter runter. Ja, ach so, da soll ich wieder viel mit kämpfen. Na gut, dann machen wir es beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.